Sinntechnologien. Echter Mehrwert oder Marketinggeschwurbel? Ich schaue mir das für euch mal an. Heute die AR-Trockenhaltetechnik. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, ich bin oft gefragt worden, ob ich nicht mal etwas über die Sinntechnologien sagen kann. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass das für mich in mehrfacher Hinsicht eine echte Herausforderung ist. Zum einen, weil ich vielen oder zumindest einigen dieser Techniken vorsichtig ausgedrückt skeptisch gegenüberstand. Und zum anderen, weil ich nicht Techniker und Naturwissenschaftler genug bin, um den wirklichen Mehrwert profund beurteilen zu können. Das heißt, ich musste relativ viel recherchieren. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sich besser auskennen als ich und glaube jetzt zumindest, dass ich etwas mehr sagen kann, als nur das vorzulesen, was Sinn auf seiner Homepage sowieso veröffentlicht. Heute möchte ich beginnen mit der AR-Trockenhaltetechnik, die 1995 erstmalig zur Anwendung kam, und zwar in der Taucheruhr 203TAR. Das AR-Zeichen ist auf allen Uhren erkennbar das Zeichen für die AR-Trockenhaltetechnik. Ich blende euch auch hier ein entsprechendes Bild dazu ein. Die Bilder, die ich einblende, sind von der Sinn-Homepage, die ich freundlicherweise in meinen privaten Videos verwenden darf. Die AR-Trockenhaltetechnik setzt sich im Prinzip aus drei Komponenten zusammen. Der offensichtlichste Bestandteil ist die Trockenhaltekapsel. Die kann entweder seitlich am Uhrengehäuse angebracht sein oder aber auch in der Uhr drin mit einem Indikator auf dem Ziffernblatt selber. Beispiele blende ich euch entsprechend im Video ein. Diese Trockenhaltekapsel ist nicht nur ein Indikator dafür, dass das Gel oder das Silikat oder die Körnung in dieser Kapsel Feuchtigkeit aufgenommen hat, sondern diese Kapsel selber absorbiert tatsächlich auch Feuchtigkeit. Das ist technisch unstrittig und das funktioniert. Ob und inwieweit das tatsächlich einen Mehrwert bietet, darauf gehe ich am Ende nochmal ein. Die zweite Komponente ist eine Schutzgasfüllung. Sinnvollerweise wird dabei ein Gas verwendet, was größere Moleküle hat als der überwiegende Bestandteil der Luft, die uns alle hier umgibt, damit das Herausdiffundieren dieses Schutzgases aus der Uhr schwerer ist als das Hereindiffundieren der Umgebungsluft. Damit wird ein bestimmtes Klima und ein bestimmtes Gas und eine bestimmte Trockenheit in der Uhr sichergestellt. Auch das wird in der Großindustrie tatsächlich so angewendet. Ich habe darüber mit einem sehr guten Freund von mir gesprochen. Der ist Chemieingenieur in der petrochemischen Großanlagenbetreuung. Er hat also sowohl Testanlagen gebaut als auch Produktionsanlagen. Er sagt, ja, das wird tatsächlich so gemacht und ist bei bestimmten chemischen Prozessen auch notwendig, für ein bestimmtes Klima, für eine Reaktion zu sorgen. Und das ist ein Verfahren, das zu machen. Insofern auch dieses Verfahren funktioniert grundsätzlich, ist vielleicht bei Uhren bisher nicht zur Anwendung gekommen. Ob und inwieweit es notwendig ist, auch darauf gehe ich später noch einmal ein. Die dritte Komponente der AR-Trockenhaltetechnik sind besondere Dichtungen. Sinn nennt diese EDR-Dichtungen, extrem diffusionsresistent, was letztendlich nichts anderes bedeutet, es lässt Gase schwerer ein- und austreten. Womit letztendlich bewirkt werden soll, dass das Schutzgas mit den ohnehin größeren Molekülen noch schwerer in einen Austausch mit der Raumluft treten kann, die gegebenenfalls einen höheren Feuchtigkeitsanteil hat und somit auch nicht in das Uhreninnere hereinströmen, diffundieren kann.
Auch das funktioniert, technisch gesehen. Sinn bezeichnet den Effekt dahingehend, dass die EDR-Dichtungen, ein Begriff, der übrigens in der zumindest Großindustrie so wohl nicht existiert, die Funktionsweise ist aber bekannt und wird auch angewendet, sollen angeblich nur 25% des Gasaustausches zulassen, den andere Dichtungen zulassen. Gut, das ist ein Punkt, den muss man glauben oder nicht. Ich habe keinerlei Kenntnisse, keine Ausbildung und vor allem auch keine Geräte, um das nachmessen zu können. Insofern ist das ein Punkt, wo es dann ums Glauben oder Nicht-Glauben geht. Nochmal kurz zusammenfassen, drei Komponenten. Die Trockenhaltekapsel, die sowohl Feuchtigkeit absorbiert, als auch durch die Färbung anzeigt, wenn diese Funktion nachlässt. Je dunkelblauer die Kapsel wird, umso weniger neue Feuchtigkeit kann aufgenommen werden. Die Schutzgasfüllung, die den Gasaustausch der feuchten Umgebungsluft zu der trockenen Luft in der Uhr erschwert, sowie spezielle Dichtungen, die ebenfalls den Gasaustausch zwischen Uhr und Umgebungsluft erschweren. Insofern muss man sagen, das ist eine umfassende Technik. Wie gesagt, anfangs war ich sehr skeptisch, was diese Technik betrifft. Braucht man das nicht? Sinn ist davon zumindest so weit überzeugt, dass sie auf Uhren mit dieser Technik, die meistens im Bündel mit zwei anderen Techniken angeboten werden, nämlich der Temperaturresistenztechnologie und dem Magnetfeldschutz, diese Uhren haben in aller Regel 3 Jahre Garantie statt der üblichen 2. Das ist natürlich ein Statement, dass die Firma Sinn hinter dieser Technologie steht und daran glaubt. Gedankliche Klammern. Mir ist noch nie eine Uhr in den ersten 3 Jahren so kaputt gegangen, dass ich wirklich Garantie hätte in Anspruch nehmen müssen, zumindest nicht, was sich auf eine dieser 3 Techniken bezieht. Insofern, ja, sie unterstreichen ihre Technologien, aber es bleibt immer ein gewisser Rest. Glaube ich daran? Ist es mir das wert? Bringt es einen echten technischen Mehrwert? Ich habe Uhren mit und ohne dieser Technologie. Mir ist noch keine Uhr abgesoffen, keine der Uhren hat einen vorzeitigen Revisionsbedarf gehabt. Ich bin auch in warmen Ländern gewesen mit feuchter Luft. Ich war mit allen Uhren schwimmen. Ich dusche mit meinen Uhren, die mindestens 100 Meter Wasserdichtigkeit haben. Persönlich habe ich noch keinen praktischen Mehrwert dieser Technologie gesehen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo ich meine Meinung etwas geändert habe, Hobby ist ja letztendlich nichts anderes als ein anderer Ausdruck für Beschäftigung mit Dingen, die man nicht wirklich braucht, aber schön findet. Und Geld zu verbrennen für Sachen, für die wenige andere Verständnis haben, es sei denn, man teilt das gleiche Hobby. So wie ich mehrere Uhren habe und wenn ich mich auf das konzentrieren würde, was ich wirklich brauche, dann hätte ich nur eine 35 Euro Quartz Citizen, die einigermaßen gut aussieht, einigermaßen wasserdicht ist und dafür relativ genau die Zeit anzeigt. Das ist das, was ich brauche. Alles, was ich darüber hinaus habe, ist Hobby, möchte ich gerne haben, ist Leidenschaft. Und genau in diesen Punkt fällt für mich auch die AR-Technologie. Es ist etwas Besonderes. Es hebt die Uhr ab von der Masse. Ich persönlich brauche es nicht zwingend im Alltag, aber nachdem ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe und weiß, was alles dahinter steht, fühle ich mich doch ein kleines bisschen besser, wenn ich eine solche Uhr am Arm habe. Ich weiß, dass das vollkommen irrational ist. Und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele gute Gründe dafür gibt, dafür nicht mehr Geld auszugeben. Aber eben diese Gründe gibt es auch für die 3., 4., 5. Uhr, für diese kein Geld mehr auszugeben. Insofern, ich habe meine Meinung etwas geändert. Ich finde diese Technologie dahingehend gut, dass sie technisch funktioniert, dass sie einen Mehrwert bringen könnte, Klammer auf, hätte ich denn vorher jemals Probleme gehabt, Klammer zu, aber die Uhr ist qualitativ ein kleines bisschen besser und bietet etwas mehr als die anderen und mir gefällt das. Gefällt euch das auch?
Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare und sagt, was ihr über diese Technologie denkt, was ihr über meine Sichtweise denkt. Und wenn ihr mögt, abonniert meinen Kanal und schaut meine nächsten Videos. Bis dahin, euer WatchMaxim.